Leben. Das Leben ist eine Krankheit. Vor 1000 Jahren war einer der größten Nekromanten kurz davor, die Welt zu erobern. Aber ihr wisst ja, was man selbst über die besten Pläne sagt. Früher oder später erheben sich Helden. Und so starb ich erneut. Doch was bedeutet Sterben schon, wenn man der Meister des Todes ist? Vor allem Langeweile. Eine Ewigkeit, in der ich über meine Fehler brüten konnte und wie nahe ich meinem Ziel war. Ich bin unsterblich, aber mit dem Ende dieser Welt werde selbst ich ewiges Vergessen erfahren. Und so frage ich mich selbst, werde ich noch eine Chance bekommen, bevor die Welt endet? Noch eine Chance, meinen Ehrgeiz zu befriedigen? Als würde das Schicksal mir doch noch einmal zulächeln. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Iratus Lord of the Dead. Das Ganze hier ist so eine Art Roguelike-Rollenspiel, erinnert so ein bisschen an Darkest Dungeon, das ich ja auch sehr gerne gespielt habe. Damit hat damals sogar der Kanal hier angefangen. Also mein allererstes Video, was ich hier jemals gemacht habe, war ein Video zu Darkest Dungeon. Und nun gibt es Iratus oder Iratus, so wie man es aussprechen mag. Das Ganze kommt von Unfrozen und Deadelic und geht ab dem 24. Juli auf Steam in den Early Access. Ich habe nun die Möglichkeit bekommen, mir das Ganze schon mal anzuschauen und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich euch doch gleich mit und mach so einen First Look, ein Angespielt mit euch zusammen. So, schauen wir mal eben kurz in die Optionen, ob das alles hier auch so eingestellt ist, wie es braucht. Allzu viel kann man natürlich nicht einstellen. Wie gesagt, ich habe schon reingeguckt, so ein bisschen, und es erinnert wirklich sehr stark an Darkest Dungeon und hat somit auch eher eine rudimentäre, aber dafür sehr schön gezeichnete 2D-Grafik. Das Spiel wird wahrscheinlich sauschwer sein, so wie es Darkest Dungeon schon war. Das kennt man von Roguelikes, wenn Helden sterben, dann sind sie tot und so weiter und so fort. Aber schauen wir uns das Ganze doch jetzt erstmal an. So, wir wollen natürlich ein neues Spiel starten. Müssen eh mit dem Tutorial beginnen und irgendwann wird es dann ziemlich schmerzhaft. Beziehungsweise das Gute siegt. Story ist ja irgendwie auch ganz witzig, ne, das mit diesem frisch von den Toten auferstandenen Nekromanten, der eben Iratus, ich denke mal, man spricht es deutsch aus, Iratus heißt. Und genau, wir schauen einfach erstmal ins Tutorial und labern jetzt gar nicht so lang. Labern kann ich ja jetzt gleich immer noch genug. So, jeder Lakai hat 5 Grundfähigkeiten. Genau, das Spiel wird am Ende fast 100 spezifische Fähigkeiten umfassen und dennoch die Spezialkräfte von Iratus, mein Gott, der Name. von daher, ich bin gespannt. Ich habe da auch echt mal wieder Bock drauf. Wie gesagt, Darkest Dungeon war damals seinerzeit schon sehr, sehr geil. Also jeder Lakai hat 5 Grundfähigkeiten und eine ultimative Fähigkeit. Letztere kann nur mit Zorn ausgelöst werden. Sowohl Lakaien als auch Feinde können manche Fähigkeiten nur aus bestimmten Positionen und nur gegen bestimmte Ziele einsetzen. So. Dann schauen wir mal. Also, ne, wer Darkest Dungeon gespielt hat, wird hiermit auch klarkommen. Wir ziehen jetzt erstmal hier mit unserem, können wir sehen, mit unserem Skelett in den Kampf. Die Grafik gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist irgendwie ein bisschen bewegter als in Darkest Dungeon noch. Also, wir können einfach einen bescheidenen Hieb ausführen, der ignoriert Rüstung, oder wir dürfen einen Doppelhieb ausführen. Auf Gegners Seite haben wir einmal den Typen. Physischer und magischer Schaden reduziert Vitalität, ist klar. Das Entzünden eines Ziels
magischer Schaden, Stressschaden verringert den Verstand des Zieles, das Verfluchen eines Ziels, okay. Also dieses Mal, eigentlich ist das so ein bisschen Darkest Dungeon andersrum. Wir spielen ja dieses Mal die Bösen. Stressangriff. Dann haben wir hier, alle Feinde verlieren für ihre nächste Aktion 4 Angriff. Das klingt gut, dann behalten wir nämlich ein bisschen mehr Energie. Also, ich würde sagen, wir zwirbeln erstmal generell den Gruppenangriff. Einer hat einen Debuff bekommen, hat man eben schon gesehen. Verstand spielt hier ja auch in Darkest Dungeon eine große Rolle. Der Verlust von Verstand im Kampf kann mehrere Konsequenzen haben. Wahnsinn, negativer Effekt, der den Feind schwächt. Ein positiver Effekt ist Inspiration, der den Feind stärker macht. Tod, selbst die kleinste Menge Stressschaden führt bei einem Wert von 0 Verstand sofort zum Tod. Flucht aus dem Gefecht, ist der Verstand niedrig, besteht die Chance, dass ein Feind flieht. Okay, dann bezieht sich dieses Mal, wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Verstand aber nur auf die Gegner. Es wäre auch irgendwie bescheuert, wenn wir als Bösewichte wahnsinnig werden würden. Mir gefällt die Grafik wirklich gut. Ich mochte schon die gezeichnete Grafik bei Darkest Dungeon sehr gerne. Aber das hier, das ist, das wirkt noch so ein bisschen plastischer. So. Machen wir einen Doppelhieb. Wie viel hat der denn noch? Ein Gräber und der Bergmann. Der Gräber hat noch... Ach da, bin verrutscht. Der Gräber hat noch 22 Schaden. Wir können hier maximal 20 machen und damit 8... Ich mach mal den Doppelhieb, weil wir eben schon den anderen hatten. Haben wir 19 gemacht. Und... bewirkt... Und hier, da kann man auch gerade sehen, ist auch wieder... Ich muss es immer wieder erwähnen, um den Vergleich zu ziehen, wie bei Darkest Dungeon, wo man stehen muss, also der Sopran von der Todesfee, so rum, kann nur ausgelöst werden, wenn wir auf Position 2 oder 3 stehen, sieht man an den gelben Totenköpfen, bewirkt aber, beziehungsweise greift alle 4 Partien an, die auf der Gegenseite stehen. Es können immer 4 Kreaturen sozusagen nebeneinander stehen. Hier kann sie auf jeder Stelle stehen, wobei ich den Pfeil unten noch nicht ganz verstehe. Sie kann aber nur Einzelziele angreifen. Ich würde sagen, wir machen mal wieder den hier, weil damit müssten wir ihn mit Glück killen. Oder auch nicht. Nun gut, aber durch den Debuff machen die auch nicht so viel Schaden und ist auch Tutorial. Ich denke nicht, dass hier allzu viel passieren kann. So, ich hoffe, dass wir, wenn wir mit dem ersten Hieb ihn killen, der zweite noch auf ihn geht. Das hat geklappt. Hier hat sich der Darm beim Sterben entleert. Ah, ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Das muss doch nicht sein. Meine Herren. So, ich würde sagen, hier machen wir dieses Mal den Schrei. Oha. Ach, jetzt weiß ich, was das Zeichen bedeutet. Pass auf. Wir haben den Schrei gemacht. Jetzt geht's natürlich nicht mehr. Eben war ja noch dieses kleine Zeichen darunter. Das bedeutet, dass wenn man bei ihr... Ach, warte, wir machen mal eben kurz den Hieb. Bam. So, jetzt können wir bei ihr wieder gucken. Da sieht man jetzt auch wieder das Zeichen. Dieses 1 nach vorne bedeutet einfach, wenn sie schreit, rutscht sie in der Reihe 1 nach vorne. Also wie ihr seht, das Ganze ist wirklich sehr taktisch angehaucht. Wirkt vielleicht auf dem ersten Moment oder auf den ersten Blick nicht so, weil das Ganze ja hier einfach 2D ist. Aber es hat tatsächlich viel, viel Taktik in sich, ne? Weil man muss dann auch immer gucken, nutze ich jetzt den Schrei und nehme dafür in Kauf, dass die Todesfee, die wahrscheinlich etwas schwachbrüstiger ist, was die Rüstung angeht, nehme ich in Kauf, dass die einen nach vorne rutscht und so weiter und so fort. Es wird wahrscheinlich jedoch auch irgendwo die Möglichkeit geben, sie wieder zurückzuziehen in der Reihe, oder? Okay, vielleicht lernt man das auch erst... später. Bei Darkest Dungeon ging das auf jeden Fall, dass man auch einen Zug nutzen konnte, um wieder einen zurückzugehen. Jetzt killen wir einfach mal die Junks hier. So, der hat ordentlich einen abbekommen. Sie kriegt mittlerweile auch ordentlich ab. Das ist nicht ganz so cool. Schauen wir mal. Er hat auf jeden Fall keinen Angriff, mit dem er wieder nach vorne kommt. Ich nutze den Doppelhieb dieses Mal. Und da haben wir gewonnen. Sieg! Und da gibt es ordentlich Staub und Rüstung und Blut, Knochen, Lumpen. Ja, halt die Reste, die von den Typen da übrig geblieben sind. Okay.
Erschaffe zwei Lakaien deiner Wahl. Das ist ja auch nice, das Menü hier. So, Erschaffung von Lakaien. Nach einem Sieg kann Iratus aus den erbeuteten Körperkomponenten seiner Gegner neue Lakaien erschaffen. Die Verwendung von Komponenten der Qualitätsstufe ungewöhnlich selten oder legendär, man kennt es, führt dazu, dass deine Lakaien bessere Startwerte haben. Mit der Zeit wird Iratus mehr über Kampftechniken und neue Wege erlernen, Lakaien zu erschaffen. Okay. Ich bin gespannt. Das hört sich verrückt an. Schauen wir mal, was können wir denn machen? Wir haben hier Braut des Iratus. Sieht nach Fernkämpferin aus. Aber vielleicht machen wir einen schwarzen Ritter. Dann hätten wir hier so eine Art Damage-Dealer, eine Magierin und nochmal, ich denke mal, das wird so in Richtung Tank gehen, ne? Hier können wir auch die Werte sehen. Oh, der Geist. Der Geist ist ja auch... Okay, der Zombie scheint am tankigsten zu sein, wenn es dieses Wort geht. Gibt. Braucht Zeit. Ja, ja. Und die richtigen Zutaten. Okay, wir haben eh hier nur dieselben Sachen. Also das hat noch keine verschiedenen Seltenheitsstufen. Also bauen wir einfach mal. Wir brauchen davon eins. Wir brauchen Waffen. Wir brauchen Blut und wir brauchen ein Herz und können erschaffen. Dafür umso mehr Feuerkraft. Okay, und ich würde gerne den Geist noch machen. Aber ich glaube... Was ist das? Ich glaube... Nee, Lumpen. Lumpen haben wir. Ektoplasma haben wir da. Und etwas Staub. Und daraus können wir uns einen Geist erschaffen. Warum habe ich so ein flaues Gefühl in meinem faulenden Magen? Öffne die Karte, um ein Gefecht zu beginnen. Ich muss sagen... Bisher gefällt es mir echt sehr gut. Das ist auf jeden Fall geckig. Und obwohl es eben ähnlich wie das schon oft genannte Darkest Dungeon ist, macht es doch irgendwie das ein bisschen eigen hier. Das Königreich verlangt nach den Reichtümern, die sich unterhalb der Burg verbargen. Eisenerzadern, meine Herren nochmal. Fette Eisenerzadern für die Waffenproduktion, aber auch uralte Artefakte aus längst vergessenen Zeitaltern. Die Zwerge boten nur zu gern ihre Dienste an und steuerten ungeprüfte Bergbauausrüstung und experimentelle Tränke bei, um ein Stück vom Wohlstandskuchen abzubekommen. Ihre einzige Bedingung an die Menschen war, ihnen fügsame und verzichtbare Arbeiter zu liefern. Mit den Gefängnissen voller Krimineller und Rebellen bestand kein Mangel an Sklaven. Mit Hilfe von Drogen wurden sie... Mein Orientierungssinn ist wohl etwas eingerostet. Mit Hilfe von Drogen wurden sie gefügig gemacht und gruben sich Jahr um Jahr immer tiefer in den Fels. Sie konnten ja nicht wissen, wer dort unten schlummerte. Okay. So, Zwergentunnel... Das gibt's erst nach Release. Wie gesagt, das Spiel geht erst am 24. Juli in den Early Access. Von daher ne, ist das hier noch eine sehr frühe Version und es sind noch nicht alle Tiefen verfügbar. Aber wir sind auf jeden Fall hier schon mal in der Mine und können dort gleich ins nächste Gefecht gehen. Trotzdem schauen wir uns mal eben die Karte an. Puh, die ordentlich groß ist. Und das sind jetzt nur die Minen. Und da ist der Ausgang. Okay. Ne? Das hier ist schon wieder was, was es denn doch anders macht. Weil wir müssen uns dann hier durch die... Meine Herren, jetzt hör doch mal auf. Wir müssen uns hier durch die ganze Map prügeln und haben nicht immer wieder kleine wiederkehrende Maps. Und da muss man sich jetzt natürlich überlegen, welchen Weg man geht. Aber momentan können wir hier eh nur ins nächste Gefecht. Verzeihung, das machen wir. Eigenschaften von Einheiten. Einige Gegner verfügen über einzigartige Eigenschaften, die sie entweder stärken oder schwächen. Sieh dir die Eigenschaften deiner Lakaien und Feinde genau an, um möglichst effizient zu kämpfen. Das ist klar. Ich sag mal so, wenn wir jetzt gegen ein Skelett kämpfen würden, da macht es wenig Sinn, mit Giftschaden zu arbeiten, weil Skelette kann man nicht wirklich vergiften. Übrigens auch sehr süß, dass der hier überall Kerzen auf dem Kopf hat und so. Ich frage mich gerade, ob ich im Vorfeld die Aufstellung hätte verändern können. Ja, vielleicht wird uns das noch erklärt. Fangen wir einfach mal an. Wir haben hier wieder erstmal den Skelettkrieger am Start.
können wir uns angucken. Der Bergmann, der Gräber und der Kerkermeister hat eine relativ hohe Präzision, zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, ein Ziel zu treffen. Okay. Gut, ich würde sagen, ich bin am Überlegen, ob wir erstmal den Kerkermeister angreifen, aber da sieht man schon, wenn ich den Kerkermeister angreifen will, muss ich, glaube ich, einen nach vorne. Naja, wie dem auch sei. Wir kloppen erstmal auf schwächste Glied, um das Kleinvieh erstmal vom Feld zu haben. So. Da haben wir sie wieder. Oh, hier. Und da sieht man auch wieder, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind ja nun auf einer anderen Posi mit ihr. Also das heißt, sie steht jetzt nicht mehr auf Position 2 oder 3, sondern auf 4. Deshalb können wir den Sopran nicht mehr benutzen, weil der geht ja nur auf 2 oder 3, nicht 2 oder 4, 2 oder 3. Dafür können wir jetzt aber die Wehklage benutzen, die nur auf 3 und 4 geht. Alle Verbündeten erhalten für ihre nächste Aktion plus 6 Furcht. Hört sich schon mal ganz gut an. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir buffen die einmal. So. Ja, haut mal auf den Zombie. Der ist jetzt zwar ein Stück nach hinten gerutscht. Ich möchte immer noch gerne wissen, ob man die Jungs irgendwie nach vorne ziehen kann. Stelle ich mich hier gerade paddelig an oder habe ich's? Geht es nicht oder habe ich es bis jetzt einfach verrallt? Naja, wir gucken mal. Der Geist kann den kalten Griff. Und das Ziel ist während seiner nächsten Runde bewegungsunfähig. Das hört sich schon mal gut an. Bewirkt beim Ziel und einem dahinterstehenden Feind Furcht. Verflucht das Ziel für 2 Runden. Und wir können uns verhüllen. Und damit ziehen wir uns auch einen nach hinten zurück. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, wir machen mal den. Hat jetzt zwar nicht ganz so viel Schaden gemacht, aber dafür haben wir die beiden Jungs hier verflucht. So, Bombardement. Der Zombie erhält für seinen nächsten Angriff plus 100% Schaden. Holla, die Waldfee. Aber ich glaube, zu Beginn der nächsten Runde greift der Zombie 4-mal an. Okay. Das kann ich irgendwie nicht. Ach, das ist eine Kampfhaltung. Er ist in der Haltung. Das Blöde ist gerade, dass ich mit ihm... Ich wollte eigentlich gerade versuchen, ihn vorzuziehen. Oh, der hat ihn auf den Po geklatscht. Ich wollte den eigentlich gerne nach vorne... Aber, ach, warte. Jetzt verstehe ich's. Guck mal, er ist in Kampfhaltung gegangen und kann dann in der nächsten Runde wahrscheinlich das Bombardement machen. Okay. So, ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal... Aber den kriegen wir noch nicht weg. Rüstung. Nee, das hier macht mehr Sinn. Damit der gleich erstmal weg ist. Die Wehklage. Schrei. Nutzlos. Erst im Tod wirst du von Wert sein. Ach, warte mal, ist er hier gerade wahnsinnig geworden? Geisterflamme, Stressschaden? Kann das sein? Was ist das? Verstand bestimmt die mentale Stärke des Feindes. Je niedriger dieser Wert ist, desto höher ist die Chance, dass sein Feind dem Wahnsinn verfällt, inspiriert wird oder flieht. Sinkt der Verstand auf 0, besteht die Chance, dass das... Okay. Und er hier ist dem Wahnsinn total nah und deshalb hat er seinen Kollegen gleich umgebracht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir das hier und schnappen uns mal eben den Kollegen. Schutzmaßnahmen. Erlittener physischer Schaden verringert sich um den Rüstungswert des Ziels. Erlittener magischer Schaden, das ist alles klar. Bewirkt, dass der nächste physische Angriff keinen Schaden verursacht. Bewirkt, dass der nächste magische oder Stressangriff keinen Schaden verursacht. Alles klar, zack. Damit haben wir ihn hier auf jeden Fall geblockt. Er ist raus erstmal. Ah, und er ist ganz hinten, das gefällt mir irgendwie nicht. Mehr Pulver. Na komm. Was soll's, wir probieren's mal aus.
Trotz alledem hätte ich ihn gerne weiter vorne. Aber geht das denn nicht? Ich meine, vorhin wurden doch auch mal so komische Pfeile angezeigt, als ich hier durchgeklickt habe. Das geht bestimmt irgendwie. Naja. Ich würde sagen, Rüstung hat der Typ nicht, wenn ich es richtig sehe. Dann nehmen wir den Doppelhieb. 18 Schaden, das hat gut reingeballert. Und sie kann den Sopran wieder nutzen. Das machen wir auch mal, weil der hier ist ja eh am Rand des Wahnsinns. Jawohl. Guck mal, das läuft doch hervorragend, ey. beschwört für 2 Runden. Nee, das brauchen wir nicht. Bewirkt beim Ziel und dem dahinter stehenden Feind das. Nee, ich glaube, noch mehr Stressschaden braucht er hier sowieso nicht. Deshalb machen wir lieber so und blocken den Typen da hinten weiter. Versuchen es jedenfalls. Kalter Griff in der nächsten Runde bewegungsunfähig. Okay. Bombardement. Schauen wir mal, was da geht. Ich habe das mit der Kampfhaltung bei ihm hier wirklich noch nicht so ganz kapiert. Doppelhieb ist wieder angesagt. Damit müsste der sich hier eigentlich auch verabschieden. Ach, das war eigentlich doof. Den hätten wir mal behalten sollen. Guck mal, das war jetzt schon mal wieder ein taktischer Fehler, was einem später im Spiel noch das Genick brechen könnte. Ich hätte mit ihm ihn angreifen müssen, damit der schwächer wird, weil der andere war doch eh wahnsinnig. Der hätte doch eh nicht mehr viel machen können. Naja. So. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Bombardement. Alles klar. Das habe ich vorhin ein wenig verrallt. Komm, wir machen ein bisschen mehr Pulver in die Tube rein. Brauchen wir zwar, glaube ich, eh nicht mehr, aber der junge Mann hier kann eh nichts mehr machen. Ja, peitsch mich. So, jetzt gibt es noch eine Lektion zum Schluss. Und damit haben wir gewonnen. Und damit ist er auch nach vorne gestürmt. Nach einem Sieg erhält Iratus Belohnungen. Baumeisterseele wird zum Bau und zur Verbesserung von Gebäuden benötigt. Komponenten werden zur Erschaffung von Lakaien benötigt. Artefakte können Iratus Macht oder die seiner Lakaien erhöhen. Gehirne werden zum schnellen Hochleveln von Lakaien eingesetzt. Außerdem wird bei Lakaien, die nicht am Gefecht teilgenommen haben, eine kleine Menge Vitalität wiederhergestellt. So. Daran sieht man auch schon das Prinzip, das ich vorhin erklärt habe. Auch hier wird es wieder so sein, wenn Lakai tot ist, dann ist er tot. Ne? Und natürlich heilen die sich auch nicht komplett. Von daher muss man da immer taktisch ein bisschen gucken. Und von daher erschafft man sich ja auch immer mehr Lakaien, um dann das Team auch mal durchwechseln zu können. So, rüste Iratus mit dem erhaltenen Artefakt aus. Das machen wir natürlich. Es gibt 4 Artefaktkategorien, Waffen, Rüstung, Ringe und Amulette. Außerdem kannst du Verbrauchsgüter finden. Letztere können immer nur für ein Gefecht verwendet werden. Zu Spielbeginn erhält Iratus ein zufälliges Artefakt. So. Was haben wir hier? Die Schädelhagel-Schriftrolle ermöglicht Iratus im Gefecht den Einsatz von Schädelhagel. Das klingt gut. Es betont meine untoten Züge. Oh ja, du kleiner Scherzkeks, du. So, jetzt können wir schon wieder die Karte öffnen. Ich hätte gerne noch Lakaien erschaffen. Können wir das machen? Ach, guck mal hier, da gibt's auch noch... Knochengolem, verlorene Seele, Ghoul, Schattenvampiren... Da kann man natürlich wieder schön rumexperimentieren und das birgt natürlich auch Potenzial, um das Ganze hier noch zu erweitern. Ich glaube, ich möchte mir die hier mal erschaffen. Noch eine Fernkämpferin. Wobei, wir brauchen eigentlich auch noch Nahkämpfer. Ich wollte sie nur mal sehen. Wen haben wir hier denn noch? Der Schwarze Ritter. Guck mal. Den machen wir uns noch, weil in der Truppe hier haben wir sie als Fernkämpferin. Ihn ja auch irgendwo. Und der Zombie ist ja letzten Endes auch ein Fernkämpfer. Hier können wir auf jeden Fall... die Reihenfolge ändern. Aber das muss doch auch in-game gehen. Das, also während der Runde muss das ja auch gehen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. So, und etwas Asche. Jeder Krieg braucht Feldherren. Ich würde sagen, dieses Mal nehmen wir mal den statt dem Zombie mit und die Braut nehmen wir mit anstelle
eben reingucken hier. Fähigkeiten. Da kann man nämlich schon sehen, wo sie am besten stehen kann. Also perfekt für sie ist eigentlich Position 4, weil sie da, außer das hier, kann sie da alles machen. Oder Position 3, dann kann sie die Überwachung nicht machen. Ich würde sie gerne darauf setzen. Für den Geist würde ich sie gerne mitnehmen. Okay. Dann lass uns doch nochmal die Jungs hier angucken. Leveln die auch? Kann das sein? Ja, guck mal. Und da kommt nämlich dann wieder das zum Zuge. Hier unten kann man sogar noch Sachen freischalten. Das Problem ist dann nämlich irgendwann, dass ja eure Lakaien auch mitleveln. Und irgendwann hängen sie euch auch am Herzen, weil man ja viel Zeit reingesteckt hat. Und wenn so jemand dann stirbt, dann ist es echt ärgerlich. So. Typisches Roguelike-Prinzip halt. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir zum Opferaltar gehen oder zum Heilbrunnen. Ein Ort der Macht, an dem Iratus Mana oder Lakaien Vitalität auffüllen kann. Und hier haben wir das Opfern von Lakaien. Durch Opfern von Lakaien erhält Iratus Gegenstände und Artefakte. Ja, komm. Den Kampftrupp. So. Ich opfer einfach mal den Zombie. Opfern. Eieiei. Blutdiamant. Ohren. Nice. Okay. Ach, davon muss ich mir jetzt eine Sache aussuchen, oder was? Oder ich hätte gerne alles. Immer wenn Iratus eine Zerstörung bewirkt, er ging... So eine verzauberte Karte ist doch recht praktisch. Rundenbeginn mit Vitalität. Okay. Iratus hat eine Chance von 5% nach einem Sieg zusätzliche Komponenten zu erhalten. Nee. Plus Rüstung. Ich nehme mal das Ding. So. War das jetzt... Ja, das ist für ihn. Die Sterblichen werden nun von okay, mir interessant, erzählen. Interessant. Also noch mehr als ohnehin schon. Ach, wir müssen wieder ein Team wählen. So. Und dann gehen wir mal ins nächste Gefecht. Ich bin gespannt. Ressourcen und Magie. Ah, guck mal, es wird immer, es kommt immer mehr dazu. Iratus verfügt über folgende Ressourcen. Ist klar, Mana wird aufgebraucht, um Talente aus der Magie, Hader und Zerstörungsschule zu verwenden. Mana wird nach einem Sieg über Lakaien Fähigkeiten oder nach Ereignissen auf der Karte wiederhergestellt. Zorn wird den Einsatz von ultimativen Lakaienfähigkeiten gebraucht. Die Zornmenge nimmt im Gefecht nach und nach zu. Okay, wir haben hier nämlich jetzt den Schädelhagel bekommen. Iratus bewirkt bei allen Feinden 10 magischen Schaden. Entzündete Ziele... Okay, das ist klar. Guti, guck mal. Der hat ja ordentlich was dazugelernt, der gute alte Skelettkorb hier. Erstaunliche Tapferkeit. Er hält bis zur nächsten Aktion. Okay, was haben wir da? Schafft eine Verbindung zwischen Skelett und Ziel. Das Skelett verliert 30% Vitalität, das Ziel verliert 30% seines Verstandes. Ich würde ja sagen, wir machen dieses Mal... Hat der hier Rüstung? Der hat 3 Rüstung. Guck mal, da haben wir einen mit Rüstung. Also machen wir einmal den Hieb, der die Rüstung ignoriert, und kloppen auf ihn ein. Jetzt kommt die Braut des Iratus. Die hat den Brustdorn. Bewirkt 80% Schaden, ein kritischer Treffer. Das klingt nice. In Flammen. Klingt auch gut. Die Braut erhält bis Gefechtsende. Kann die dann beides machen, sag mal? Soll ich es mal probieren gleich? Okay. Und nach wie vor finde ich, dass das echt hübsch aussieht, das Spiel. Auch die ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die werden schön in Szene gesetzt. Wir machen mal den hier. Auf den Typen hier. So. Okay, das wird der erste Kampf werden, der gar nicht mal ohne ist. Vergebliche Hoffnung. Immer wenn ein Feind fügt ihn der schwarze Ritter. Okay. Entfernt alle Debuffs vom schwarzen Ritter. Stressangriff. Bewirkt 80%. Okay. Und physischer Schaden. Ich würde sagen, wir machen...
Immer wenn ein Feind einen Buff erhält, fügt ihm der schwarze Ritter Stressschaden zu. Entfernt alle Debuffs. Nee, ich würde sagen, wir machen das, weil der Typ hier eh schon nah am Wahnsinn war und jetzt wahnsinnig ist. Damit haben wir den schon mal rausgenommen und eventuell auf unserer Seite. Oh, hier, Stressangriff. Bewirkt, eieiei, 150%. Ach, das ist eigentlich zu gut, um es nicht zu machen. Wir machen einfach alle wahnsinnig. Das ist doch eine gute Sache. So. Auf. Den. So, jetzt haben wir schon mal zwei Wahnsinnige. Natürlich können die auch immer noch uns angreifen. Aber wahnsinnig ist schon mal besser als nicht wahnsinnig. So, stellt beim Ziel Verstand vollständig wieder her. Nee, das wollen wir nicht. Wir machen das hier, Stressangriff. Auch nochmal auf den. Verfehlt. Muhahaha. Da gibt's nochmal einen kleinen Klatschi auf dem Arsch. Das motiviert ungemein. Und wir stressen weiter, würde ich sagen. Und zwar ihn jetzt. Die Kampfhaltung ist eine Fähigkeit, die manche Feinde aber auch Lakaien im Gefecht nutzen können. Sie kann unterschiedlich lang halten. Eine Runde, eine Kampfhaltung, die mit dem Rundenbeginn oder der jeweiligen Einheit endet. Mein Gott, ich hab's heute auch beim Lesen. Bis Gefechtsende, die Einheit behält ihre Kampfhaltung bei, bis diese unterbrochen wird oder das Gefecht endet. Ist klar, hatten wir ja vorhin auch schon mit dem Zombie. Ich frag mich gerade, warte mal. Wenn wir den jetzt nochmal mit einem Stressangriff angreifen, ich will's nur mal eben probieren. Ach, im Endeffekt haben wir alle angegriffen. Guck mal, die sind alle gar. Das ist schon mal sehr schön. Und jetzt können wir anfangen, hier richtig anzugreifen. Und zwar nehmen wir den und knallen den da drauf. Sollen wir das mal ausprobieren? Na, vielleicht für später. wir machen... Was machen wir denn mal? Ah, da ist es passiert. Der Typ war ja wahnsinnig und der konnte sich dem Wahnsinn jetzt nicht mehr widersetzen und ist gestorben. An Herzinfarkt. Sehr schön. Okay. Das läuft doch sehr gut gerade. Ich habe am Anfang noch gedacht, dass ich so ein bisschen verkackt hätte. Habe ich wahrscheinlich auch, aber generell passt das. So, und jetzt probiere ich das mal aus. Perfekt. Es läuft sehr gut. Ich würde sagen, wir machen den hier nochmal. Jo, perfekt. Das hat ja richtig gut geklappt. Komm her, Stressangriff. Und dann machen wir hier schön den. Sehen. Vielleicht kriegt er ja auch noch einen Herzinfarkt. Ansonsten kriegen wir den schon platt. Unser Skelettkrieger, dem geht's gerade gar nicht so gut. Der muss in der nächsten Runde dann definitiv erstmal zu Hause bleiben. Herzinfarkt, gute Nacht. Herrlich! Ja, da kann man sich schon mal freuen, du, der kleine Lümmel hier. So. Deshalb, für die nächste Runde macht es dann Sinn, den Geist mitzunehmen. Wir gucken jetzt nochmal und schalten uns ein neues Talent frei. Siege bescheren Iratus Erfahrungspunkte, sie seinen Levelfortschritt erhöhen. Mit jedem neuen Level erhält er Talentpunkte und so weiter. Alchemie verbessert die Effizienz deiner Lakaien und Ressourcenwirtschaft. Magie, Zauber, die deine Gegner schwächen, wirken, dafür wird Mana benötigt. Zauber, die deine Lakaien stärken, das ist Hader und Zerstörung bewirkt Direktschaden. Okay. Dann haben wir hier die verschiedenen Talentbäume. Schauen wir mal eben kurz rein. Ja, Alchemie klingt natürlich alles gut, aber
Wollen wir unsere Kreaturen stärken, die Gegner schwächen oder wollen wir direkt Schaden machen? Ich finde ja, die Gegner schwächen, finde ich eine gute Sache. Verschiebt den in zwei Positionen nach vorn. Eine Braut des Iratus erhält zusätzlich, okay, alle Lakaien erhalten für zwei, okay. Es ist nicht wirklich Lernen. Es ist eher die Erinnerung an Vergessenes. Ich möchte das hier. Meine Magie wird die Grundmauern der Welt erzittern lassen. Ich glaube, eine Sache können wir uns sogar noch aussuchen. Dann machen wir vielleicht auch einen Direktschaden. Eine Falle über zwei Runden explodiert. Entzünden finde ich immer cool. So. Aus altvorderen Zeiten. So sieht's aus. Ja, meine Damen und Herren, das war Iratus Lord of the Shadows. Oder irgendwie so. Habe ich recht? Natürlich, Lord of the Dead war es natürlich, nicht die Shadows. Oh mein Gott. Ja, macht auf jeden Fall super viel Spaß. Also jeder, der ein bisschen Freude an Darkest Dungeon hatte, kann hier definitiv mal reinschauen. Wie gesagt, das Ganze geht ab dem 24. Juli auf Steam in den Early Access. Preis kann ich euch jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht sagen. Müsst ihr mal reinschauen, aber lohnt sich auf jeden Fall für jeden, der Bock auf Roguelite, meine Herren, was ist heute los? Auf Roguelikes hat, so, beziehungsweise der schon Spaß mit Darkest Dungeon hatte. Ist auf jeden Fall liebevoll gemacht, auch kein billiger Abklatsch, habt ihr ja gesehen. Hat auch eine gewisse Spieltiefe wieder, das Ganze hier, und sieht vor allen Dingen meiner Meinung nach sehr, sehr hübsch aus. Und alleine so Sachen wie die Karte, das macht das Ganze schon interessant. Wenn man mal guckt, wie groß das ist und wie viel da noch kommt, dann gibt's auch jede Menge Content. So, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Ganze ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel so ein bisschen näher bringen, auch wenn ich mich heute oft verhaspelt habe. Dafür nochmal Entschuldigung. So, wenn's gefallen hat, dann gerne ein Däumchen da lassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit diversem Stuff versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.